Pikachu, was hast du da wieder gemacht? Jetzt gibt's gleich Ärger. Alexander ist jetzt von der Schule gekommen. Ja, wer ist denn da? Alexander. Alexander ist da. Ja. Alexander ist da. Na, da muss ich erstmal abschlecken, erstmal gucken. Was hast du so in der Schule gemacht? An wen warst du dran? Was hast du in der Hand gehabt? Alles riechen, alles abschlecken. Kriegt Mama auch einen Kuss? Nicht vom Pikachu. Ach so. Von dir. Mein Baby. Mausi, 30 Grad, Pullover zu dick. Kannst du gleich in deine Badehose? Pikachu kriegt auch. Und in den Pool. Willst du wieder hoch? Ja. War alles okay? Jetzt geht er wieder runter. Warst du heute ein bisschen zu spät? Ja. Hast du mich deswegen angerufen? Ich wusste nicht, welchen Raum. Und woher wusstest du das danach? Weil deine Lehrerin war und der Barit, die ist auch zu spät gekommen. Aha. Ich habe nämlich, du bist ja nicht mehr dran gegangen. Und dann dachte ich, was ist passiert? Ach, da ist doch mein Rucksack. Und dann habe ich in der Schule angerufen. Da habe ich gemerkt, dann hat die Sekretärin bei der Lehrerin angerufen. Genau. Ob ich da bin. Und dann hat die ja gesagt. Genau. Ich auch da war. Ja. Und die hat mir das dann gesagt, weil ich habe mich schon gewundert, warum rufst du mich an? Ist was passiert? Na gut, die zwei so. Wenn du willst, kannst du gleich Badehose anziehen und in den Pool, weil es echt schön heute. 30 Grad. Wird auf jeden Fall noch schöner gleich. Fisch ist bestimmt auch schon ready. Lass die Poolabdeckung abmachen. Ja, sieht auf jeden Fall echt schön aus. Ich soll mich gleich was, wenn ich fertig bin mit Arbeiten. Ich wollte den hochnehmen. Ja, kannst du mit hochnehmen. Das ist der Aufmerksamkeit. Nee, kannst du ruhig. Mach aber die Tür zu draußen, ne? Nicht, dass er die Treppen runterfällt. Ja. Dann habe ich mal ein bisschen meine Ruhe. Ja, heute Thema Pflanze. Die habe ich ja da hochgestellt, damit er nicht reinkommt. Jetzt habe ich die heute wieder runtergestellt, damit ich ihm sage, nein, da darfst du nicht dran. Ich habe jetzt wirklich 10 Mal heute Nein gesagt, aber der war schon wieder dran an dem Moos. Oh. Dieses Kind, dieses kleine Babyhundkind. Mensch, ehrlich. Muss ich mit dem Staubsauger wegmachen. So, ihr Lieben, ich zeige euch heute, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und gut sehen, was ich hier mache. Ich zeige euch heute, wie ich Reisnudeln oder Nudeln mache mit Butter und Parmesan, Salz und Pfeffer, also ganz, ganz einfach. Ich habe jetzt hier das Nudelwasser aufgesetzt, werde aber, wie gesagt, Reisnudeln, habe ich schon gesagt, also ich nehme Reisnudeln, 500 Gramm und die koche ich jetzt erstmal auf. Die brauchen ungefähr 11 bis 13 Minuten. Alexa, Timer auf 9 Minuten. Für wie lange? 9 Minuten. 9 Minuten ab jetzt. Man lässt die nämlich 3-4 Minuten weniger im Wasser, weil wir die danach noch hier in der Pfanne dann weiter garen sozusagen. So, in der Pfanne schmelze ich dann eine halbe Butter, also ne, von so einer ganzen Butter, 250 Gramm die Hälfte, also 125 Gramm schmelze ich.
Und wenn die Pasta oder die Reisnudeln so 5 Minuten im, ach so, es war gesalzenes Wasser, ne? Also so wie ihr halt die Nudeln kocht in Salzwasser. Also wenn die 5 Minuten ungefähr jetzt hier drinne sind, dann nehmt ihr ein bisschen von dem Pastawasser und fügt das dann hier rein. Ich zeige euch das gleich. Ich lasse jetzt erstmal die Butter weiter schmelzen und lasse jetzt 5 Minuten die Reisnudeln ruhen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Meine Kamera sagt die ganze Zeit, ich soll meine Kamera laden. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht im Video. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich habe nämlich gerade die Spülmaschine laufen lassen, ohne was drin zu haben. Und habe sie gereinigt. Kaisernatron und Essig. Weil irgendwie floss das Wasser nicht richtig ab. Deswegen dachte ich mir, machen wir mal eine Reinigung. Ich werde in den Nudeln noch unsere eigenen Tomätchen reinmachen. Die sind ja von unserem eigenen Balkon. Wir waren ja, als wir im Urlaub waren, haben wir die ja unten abgegeben bei der Nachbarin. Und da war das Tomatenbäumchen oder zwei Tomatenbäumchen, eher drei. Die ganz kleinen sind von dem anderen, die mittleren sind von dem anderen und die hier sind auch von dem anderen Tomatenbaum. Ja, die werde ich jetzt noch schneiden und die werde ich dann auch in meine Pasta reinmachen. Müsst ihr nicht, aber ich werde es jetzt machen, damit wir die auch verwerten. Die schneide ich dann so mittig. Ich probiere mal ein Tomätchen. Boah, lecker. Da schmecken die Tomaten noch wie Tomaten, ne? Vom eigenen Anbau. Ich probiere mal so eine kleinere. Richtig, richtig lecker. Unglaublich, was für ein Geschmacksunterschied. Oder hier diese größere will ich auch mal probieren. Die ist nämlich vom anderen Tomatenbaum. Ist aber noch nicht richtig reif. Aber schmeckt trotzdem wie eine Tomate schmecken soll. Hammer lecker. So. Zwischenzeitlich sind schon 5 Minuten um. Die Butter ist geschmolzen, man soll sie nicht braun werden lassen, einfach nur schmelzen. Warum? So. Und dann nehmen wir von dem Nudelwasser oder Reisnudelwasser, wenn es 5 Minuten gegart ist, 2 Kellen davon. Und fügen das dann hier in die Butter ein und lassen das nochmal ganz kurz aufkochen. Ich lasse es jetzt noch 2-3 Minuten, weil ich habe gerade gemerkt, dass der Herd hier aus war und es nicht gekocht hat. Also der hat das hier, diese Induktionsdingens hat nicht funktioniert. Ich lasse das jetzt noch 2-3 Minuten und dann einfach 2 Kellen und einmal mit der Butter verrühren. So, jetzt nehme ich nochmal 2 Kellen Pastawasser, nenne ich es jetzt mal. Und nehme meine Reisnudeln vom Herd. Schütte sie ab. Welches nehme ich denn? Welches Sieb? Scheiße, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ah, Mist. Manu. Jetzt liegt hier die Hälfte. Okay. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Und jetzt kommen die Reisnudeln hier mit rein. Ich habe es jetzt auf so einer mittelhohen Stufe.
Das lasse ich jetzt ungefähr so 3 Minuten vor sich hin brutzeln. Pack aber hier noch die Tomätchen mit rein. Müsst ihr nicht, wie gesagt. Aber ich wollte jetzt hier noch ein paar Tomaten mit drin haben. Genau, das lasse ich jetzt 1-2 Minütchen. So, in der Zwischenzeit hole ich das Parmesan aus dem Kühlschrank. Und hiervon, das sind 150 Gramm, nehme ich jetzt so 100 Gramm. Also ihr könnt ja selber abschmecken und gucken, wie viel ihr benötigt. Was dann noch dazu kommt, ist Salz und Pfeffer. Am besten frisch gemahlenes Pfeffer. Da hole ich mal die Pfeffermühle aus dem Wohnzimmer, weil frisch gemahlenes Pfeffer schmeckt viel besser. Ach, es ist so am Regnen. Ich bin echt gespannt, wann wir mal den Pool aufstellen können und ob wir das überhaupt dieses Jahr machen können. Ich nehme mal beides mit frisch gesalzenes, frisches Pfeffer und frisches Salz. Nicht frisch gesalzenes. So, das machen wir gleich im Anschluss. Das sieht gut aus. Ich stelle mal kurz noch ein bisschen her. Das ist jetzt noch 1 Minute auf höchster Stufe. Ein bisschen braten. So, das ist jetzt ready. Jetzt kommt der Parmesan rein. Und jetzt so lange umrühren, bis es schön cremig wird. Und wie gesagt, dann nochmal abschmecken und schauen, ob das reicht mit dem Parmesan oder ob ihr noch mehr wollt. So, dann frisch gemahlenen Pfeffer rein. Das duftet herrlich. So, Pfeffer, Salz. Oh, das ist mir zu grob hier. So, Salz. Und ich hole noch ein bisschen Basilikum. Von meinem Biogarten. So, Basilikum rein. Und ich würde sagen, ready. Nochmal durchrühren, ne? Wegen Salz, Pfeffer. Und dann, guten Appetit. Heute gibt es unser erstes Baden. Mäuschen? Ja? Hast du Lust? Baden? Ja? Gucken wir mal, welches Shampoo sollen wir nehmen? Willst du entscheiden? Das oder das? Welches ist besser? Das oder das? Das besser? Okay. Immer das. Ja, ich würde auch sagen, das Shampoo für Welpen mit Kamille und Aloe Vera. Unser erstes Baden. Wie das wird, mein Schatz. Ui, ist schon ein bisschen schön. Oh, schön. Endlich wirst du mal sauber und riechst wieder gut. Okay.
Nudeln. So, hier wollen wir mal Shampoo drauf machen, ne? Damit du auch gut riechst. Riecht das gut? Das riecht gut. Das riecht gut, Baby. Ja, das riecht gut. Und das müssen wir auch mal sauber machen, ne? Damit der Kaki rauskommt. Ja, nee, nicht. Da wo Kaki rauskommt, müssen wir auch mal sauber machen. Ja. Damit das nicht stinkt. Oh, das war so aus wie mein Baby. Ein halber Hund. Pikachu, komm mal da oben. Ein halber Hund, das ist aus wie die Hälfte. Guck mal da, die Hälfte, Mausi. Lecker. Machen wir das Shampoo wieder ab, ne? Aber das ist schon mal gut, dass er bleibt und dass man ihn waschen kann. Das ist schon mal wichtig. So. Na, Baby. Zeig mal, wie du aussiehst. Zeig mal, wie du aussiehst. Mein Schatzi. Oh. Mein Baby. Ganz schnell trocken, dass du nicht frierst. Ganz schnell trocknen, ne? Mein Baby, du siehst aus wie die Hälfte, wie ein anderer Hund. Guck mal. Guck mal da. Pikachu da. Du siehst aus wie ein anderer Hund, Mausi. Wo sind deine Haare? Wo sind deine Haare, mein Engel? Oh. So süß, kleine Maus. Hm? Echt süß, ne? Echt niedlich. Tja, machen wir dich mal trocknen und föhnen. Und da habe ich ja jetzt einiges zu tun mit deinem Fell. Müssen wir dich jetzt trocknen und dann muss die Mama dich trocken fühlen und dann muss ich dein Fell hier sag schon bürsten, mein Schatz. Dann muss ich dein Fell bürsten. Hm? Mausi, zeig dich mal. Ein anderer Hund, ein anderer Hund. Mua, mua. Na komm. Gehen wir mal weiter ins nächste Zimmer. Wie siehst du eigentlich aus? Hallo Baby, wie siehst du aus? Pikachu, wie siehst du aus, mein Schatz? Pikachu, guck mal hier. Du bist so süß, mein Baby. Du siehst so süß aus. So süß, mein Schatz. Ja. Wo sind deine Haare? Wo sind deine Haare hin, Pikachu? Wo sind deine Haare? Hm? Wo sind die Haare hin? So, ich trockne den jetzt mal. Nicht, dass er mir hier nicht schmiert. Was ich nicht glaube bei 30 Grad, aber man weiß ja nie bei so einem Hund, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe ihn ja schon mal geföhnt. Ich habe ihm den Po geföhnt. Sein Po waschen musste. Kannst du deine Rindereiter essen? Und Mama kann dich föhnen. Aber ich glaube, so schlimm wird das nicht. Geht eigentlich ganz gut.
Ein bisschen brauchst du noch. Ich nehme deine Euter nicht weg. Aber du siehst wieder Flauschi-Mauschi aus. Flauschi-Mauschi siehst du aus. Und du riechst so gut. Oh, du riechst so gut, mein Schatz. Du riechst so gut, ja. Außer dieses Ding, was du gerade isst. Aber ansonsten riechst du so gut. Oh, dein Fell riecht so gut. Dein Fell riecht so gut. Ja, mein Schatz. Ich will dich nicht länger stören beim Fressen. Du bist entlassen. Aber das ging ganz gut, muss ich sagen. Ne? Habt ihr ja gesehen. Der hat ganz still gehalten. Mit ein bisschen Fresschen geht das. Dann kann ich ihn schon mal drauf trainieren, wenn wir zum Friseur gehen und coole Frisuren schneiden lassen. Das heißt coole Frisuren, aber die machen das doch so süß oder sieht aus wie ein Teddy, wenn man da die Haare so schön ein bisschen kürzer schneidet. Genau, ja, das ist das Fell, was rausgekommen ist. Ich bürste ihn mit meiner Extensionsbürste. Die ist auch super dafür geeignet. Und wir haben noch eine Bürste. Noch eine kleine Bürste. Mit den bürste ich ihn auch gleich nochmal, weil die kommt so richtig ins Unterfell.